los geht's. Ich beginne mit Weiß. Habe hier schon einen Dreierblock, da muss nur noch ein Stein dazukommen. Weiß ist das Zentrum gebaut. Für Gelb habe ich schon zwei Steine, die ich gegenüber von Weiß positioniert habe. Dann fehlen noch zwei gelbe Steine. Ah, hier habe ich sie schon. Und schiebe sie erstmal rüber. Gelb noch einen hoch und dann habe ich Gelb und Weiß positioniert. Jetzt kommt Orange als nächstes. Zwei Steine Orange. Einen sehe ich noch und der andere ist auch da. Orange, dann Blau. Wenn Gelb rechts ist, unter Orange kommt Blau. Na, da habe ich gerade mit der Anordnung so meine Schwierigkeiten. Okay, Blau ist da. Dann kommt der nächste Blaue dazu. Von Orange aus kann ich das zusammenziehen. Dann kommt als nächstes Rot unter Blau. Zwei Steine sind schon da. Der dritte, den setze ich mir am besten hier unten zusammen. Und dann kann ich Rot und Grün zusammenziehen. Okay. Die Mittelsteine sind sortiert, jetzt müssen die Kantensteine rankommen. Orange-Blau sehe ich hier gerade passend. Die müssen nur versetzt stehen, damit ich sie zusammensetzen kann. Die nächsten Steine hier sind schon zusammengesetzt, also noch ein anderes Paar. Und Rot-Blau. Nein. Orange-Gelb, Orange-Grün, Orange-Rot. Also viel mit Orange, Orange-Weiß. Ja, Orange-Weiß kann ich positionieren. Gut. Also kommt Orange-Weiß zusammen. Jetzt habe ich hier Paare, die schon kombiniert sind. Grün, Orange, Grün-Rot, Rot-Weiß, Blau-Weiß. Nein, ich sehe gerade nicht so viel. Blau-Rot. Ja, Blau-Rot sieht gut aus. Die kann ich zusammensetzen. Hier ist noch ein paar offen. Rot-Grün habe ich. Rot-Grün andersrum. Okay, die setze ich auch zusammen. Dann gucke ich mal, wo ich ein paar herkriege. Auf der Seite kann ich ein verbundenes Paar noch hernehmen. Jetzt habe ich hier in der Mitte vier Paare noch. Also bei drei Paaren muss ich aufpassen. Ansonsten hoffe ich, dass es immer passt. So, hier nochmal Weiß-Rot zusammensetzen und wieder ein Paar suchen. Na, da habe ich jetzt was verkehrt gedreht. Nochmal gucken, ob alles richtig ist. Orange, Blau, Rot, Grün ist jetzt wieder richtig. Ich war zu unüberlegt mit dem, was ich gemacht habe. Grün-Weiß ist jetzt aber richtig hier. Und ich hoffe, dass ich an der Seite jetzt doch... Ja, da habe ich noch ein paar, was ich einsetzen kann. So, 1, 2, 3, 4 immer noch in der Mitte. Die gehören aber besser an den Rand, wenn ich sie benutzen will. Blau-Orange, Blau-Rot, Blau-Weiß. Blau-Orange, dann setze ich Blau-Orange mal zusammen. Gelb-Orange ist übereinander, Blau-Weiß, Blau-Rot, dann kann ich ja Blau-Weiß mal nehmen. Und die nächsten wieder runterziehen. Jetzt habe ich hier zwei Paare und ein drittes und ein viertes, also noch nicht die letzte Situation, runterziehen, einfügen und jetzt gelb-orange, ist gelb-orange dran. Ein paar, zwei, drei Paare, da habe ich ja noch Glück. Drei Paare sind noch da
letzten paar, da muss ich aufpassen. Blau-Rot kann ich zusammensetzen, wenn ich es einfüge, muss Grün-Orange daneben quasi stehen. Also ist jetzt auf der falschen Seite, wenn es sich reindrehen würde. Dann drehe ich das nochmal andersherum. Und jetzt müsste es schon richtig sein. Ich füge es ein und gucke mal, ob ich da auch richtig geguckt habe. Also hier ist alles richtig. Die an den Seiten auch. Also 5 Minuten 25 habe ich dafür gebraucht. Und nachdem ich den 3x3 Würfel gebaut habe, führe ich die First-to-Layers-Methode aus. Also ich setze die Ecksteine zusammen mit den Kantensteinen, die ich jetzt zusammengesetzt habe, ein auf der weißen Ebene, sodass die ersten zwei Ebenen fertiggestellt sind. Mache ich einfach einen leeren Scramble und starte F2L. Weiß, Grün, Orange sehe ich hier gerade, ist schon fertig, muss ich nur an die richtige Stelle bringen. Und Weiß, Rot sehe ich gerade, ist gar nicht mehr da. Ich habe ja noch gar kein Kreuz gemacht aus Weiß. Okay, das kommt natürlich zuerst. Das weiße Kreuz. Rot, Grün, Orange, Blau fehlt noch. Weiß, Blau ist auch da. Okay, das weiße Kreuz habe ich fertig. Jetzt F2L. Grün, Rot und ist hier das von Weiß aus, gucke ich über Rot und füge sie zusammen und füge sie ein. Weiß, Orange, Blau habe ich hier, Orange, Blau ist da drüben, also ziehe ich sie mir rüber, dass ich mit dem Eckstein zusammengesetzt habe und füge sie ein. Jetzt kommt Weiß, Rot, Blau. Die sind hier falsch angeordnet, also muss ich sie nochmal trennen. Oben ist Weiß, Blau ist richtig und ich drehe sie weg, füge sie zusammen und füge sie ein. Eine Ecke fehlt noch. Weiß, Grün, Orange und die sind hier auch verkehrt zusammen. Okay, Grün ist oben, dann ziehe ich die Kanten dahin, muss nur eine Ecke haben, die frei ist, die ist auch schon da und füge sie zusammen und stopp, 1, 46, 36,